Bundesinnenminister wird jetzt ein Statement geben zu den Vorkommnissen in Hamburg am vergangenen Wochenende. Im Anschluss daran haben Sie Zeit für Fragen. Herr Minister. Der G20-Gipfel in Deutschland, veranstaltet in Hamburg, war inhaltlich ein großer Erfolg. Die Staats- und Regierungschefs haben einstimmig und nachdrücklich Terrorismus und seine abscheulichen Taten als eine globale Geißel verurteilt, die es gemeinsam zu bekämpfen gilt, und sie haben entsprechende Maßnahmen verabredet. Ähnlich gibt es Verabredungen zu freiem Handel und auch bis auf die Vereinigten Staaten die feste Verabredung zum Klimaschutz. All das wird bleiben und all das wird die Begleitumstände, über die wir in diesen Tagen zu Recht diskutieren, überdauern. Die Brutalität, mit der extrem gewalttätige Chaoten seit Donnerstag in Hamburg vorgegangen sind, ist unfassbar und empörend und überschreiten in dieser Dimension selbst die Gewalttätigkeiten bei der Eröffnung der EZB in Frankfurt am Main. Das waren keine Demonstranten, das waren kriminelle Chaoten. Völlig enthemmte Angriffe gegen Menschen, gegen Sachen, Plünderungen und Brandstiftungen von Chaoten aus Deutschland und Europa können keinerlei politische Motive für sich in Anspruch nehmen. Personen, die Autos abbrennen und Personen, die Supermärkte plündern, sind keine Aktivisten oder G20-Gegner, wie sie immer noch aus dem linken politischen Lager beschrieben werden. Sie sind verachtenswerte, gewalttätige Extremisten, genauso wie Neonazis es sind und islamistische Terroristen. Jedwede Form von Rechtfertigungsversuchen aus dem politisch linken Spektrum sind blanker Hohn angesichts einer Vielzahl verletzter Polizisten und auch angesichts einer völlig willkürlich herbeigeführten massiven und mutwilligen Beschädigung am Eigentum unbeteiligter Dritter. Teilweise wurde vorgetragen, die Polizei habe provoziert, die Polizei habe zur Eskalation beigetragen. Hierzu stelle ich fest, wenn Polizeikräfte, Vermummte, die gegen das Verbot der Vermummung verstoßen, von anderen Demonstranten trennt, erfüllen sie einen gesetzlichen Auftrag. Man kann von Demonstranten erwarten, dass sie Vermummte nicht schützen und die Polizisten daran hindern, die Vermummten von den anderen Demonstranten zu trennen. Wer Vermummte und Chaoten deckt oder schützt oder ihnen logistische Unterstützung bietet, macht sich mitschuldig. Und wenn die Polizei Camps als logistischen Ursprung von solchen gewalttätigen Aktivisten verhindern will, erfüllt sie ebenfalls ihren gesetzlichen Auftrag. Die Durchsetzung geltenden Rechts ist keine Provokation. Das waren entgrenzte Gewaltexzesse aus Lust an Zerstörung und Brutalität. Und letztlich auch zu Lasten all derjenigen, die in Hamburg und anderswo von ihrem guten demokratischen Gebrauch machen und friedlichen Protest zum Ausdruck bringen wollten. Wir müssen auch über die europäische Dimension der Vorfälle reden. Nach Hamburg sind auch ausländische Störer, vornehmlich aus Nord- und Südeuropa, als Gewalttouristen getarnt oder als Gewalttouristen sich bezeichnend, in mittlerer dreistelliger Größenordnung angereist, obwohl die Grenzkontrollen, die wir zu diesem Zweck eingerichtet haben, zu Hunderten Zurückweisungen geführt haben. All das war ein Missbrauch auch der friedlichen Demonstranten, des friedlichen Protests, den es in Hamburg auch gab, und zwar allein schon zahlenmäßig größer war als der der Chaoten. Es ist gut, dass es zu Festnahmen kam, zu entsprechenden Festnahmen. Wir reden hier von schweren Straftaten. Ich erwarte, dass die Justiz mit aller Härte und Konsequenz die Ermittlungen aufnimmt und zu harten Urteilen kommt. Auf Landfriedensbruch steht eine mehrjährige Haftstrafe als Konsequenz. Insgesamt zählen wir fast 500 verletzte Beamtinnen und Beamte. Allein bei der Bundespolizei gab es 118 Verletzte, von denen sich aktuell zum Glück nur noch zwei in stationärer Behandlung befinden.
Ihnen und genauso allen anderen Kolleginnen und Kollegen, deren Genesung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, gelten meine allerbesten Genesungswünsche. Was Sie erlebt haben, werden Sie so schnell nicht vergessen und auch nicht so schnell wegstecken. Und das gilt auch für die, die keine körperlichen Verletzungen davongetragen haben. Den deutlich über 20.000 Polizistinnen und Polizisten, die durch ihr konsequentes Einschreiten Schlimmeres verhindert haben, gilt an dieser Stelle mein ausdrücklicher, herzlicher Dank. Sie und auch die Polizeiführung verdienen unser aller volle Unterstützung und Solidarität. Treffen von Staats- und Regierungschefs sind wichtige Treffen. Wir dürfen und wir werden nicht zulassen, dass eine Gruppe radikaler Gewalttäter, Brandstifter und Plünderer ernsthaft darüber bestimmen darf, ob, wann und wo sich Staats- und Regierungschefs zu absolut notwendigen Gesprächen und Verhandlungen in unseren demokratischen Staaten zusammenkommen. Ein G20-Treffen kann nur in einer großen Stadt stattfinden. Mehrere tausend Delegierte, mehrere tausend Journalisten reisen an und müssen untergebracht werden. Jede Kritik an dem Tagesort verkennt Ursache und Wirkung. Es wird auch weiterhin in deutschen Großstädten solche Gipfel geben. Alles andere wäre eine Kapitulation des Rechtsstaats. Leider versuchen einige aus dem linken Spektrum immer wieder, Linksextremismus zu verharmlosen und zu legitimieren. Angesichts der Bilder aus dem Schanzenviertel in Hamburg ist überhaupt nicht zu verstehen, wie man auf die Idee kommen kann, Menschen, die bereit sind, Gehwegplatten von Hausdächern auf andere Menschen zu werfen, als politische Aktivisten zu bezeichnen. Oder gar zu sagen, sie tun das im falschen Stadtviertel. So etwas ist Vorbereitung zu versuchtem Mord. Als Demokraten müssen wir uns völlig einig sein, Extremisten dürfen wir in unserer Gesellschaft keinen Platz lassen. In allen Kriminalitätsbereichen, wie auch insgesamt in der Gesellschaft, stellen wir eine zunehmende Gewaltbereitschaft in Teilen der Gesellschaft fest. Ich habe das vorgetragen bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik des letzten Jahres. Ich habe es in der letzten Woche vorgetragen bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Eine der Lehren aus den Gewalttaten am Wochenende im Schanzenviertel in Hamburg wird sein, dass man künftig noch mehr als bisher mit heftigsten Gewaltausbrüchen rechnen müssen, wenn Linksextremisten zusammenkommen und behaupten, demonstrieren zu wollen. Die Ereignisse rund um den G20-Gipfel müssen auch eine Zäsur für den Blick auf die Gewaltbereitschaft der linksextremistischen Szene sein. Jegliche Versuche, diese Probleme kleinzureden oder zu verharmlosen, sind politisch motiviert und nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Wie für Rechtsextremisten, so muss auch für Linksextremisten in gleicher Weise gelten. Es darf in den Städten unseres Landes keine tolerierten Rückzugsräume für Gewalttäter geben. Das gilt in Hamburg, das gilt in Berlin und das gilt überall anders auch. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Ja. Herr Minister? Nein. Herr Minister, es gibt ja die Forderung von Politikern der SPD, auch der Union, eine europaweite Extremistendatei, also für Linksextremisten, einzuführen. Auch Ihr Kollege Maas fordert das. Wie stehen Sie dazu? Und zum anderen, warum war es nicht möglich, die europäischen Krawalltouristen, wie sie auch ja bezeichnet wurden, an den Grenzen abzufangen? Sie haben ja gesagt, es wurden zahlreiche herausgefischt, aber offensichtlich nicht alle. Hatte man nicht im Vorfeld des G20-Gipfels Möglichkeit, mit den befreundeten Diensten der entsprechenden Länder, Italien, Skandinavien, auch eben Daten auszutauschen, oder war das einfach nicht möglich technisch? Zunächst will ich Ihnen mitteilen, dass es auf nationaler Ebene eine Gewalttäterdatei links gibt. Das ist eine sogenannte Verbunddatei, die vom Bund und Ländern gemeinsam geführt wird. Zweck dieser Datei ist die Verhinderung und Verfolgung politisch motivierter Straftaten. Und diese Datei ist auch rund um das Thema G20 genutzt worden. Es gibt auf internationaler Ebene keine vergleichbaren Dateien. Es gibt allerdings einen institutionalisierten Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden, den gab es auch hier.
Es gab entsprechende Verbindungsbeamte, etwa beim Bundespolizeipräsidium. Und auch sonst gab es im Vorfeld Austausch, auch über Namen von Extremisten, die als Störer bekannt sind. Die Einführung einer zusätzlichen Datei auf europäischer Ebene halte ich grundsätzlich für sinnvoll, weil sie sozusagen den Informationsabgleich sozusagen vereinheitlicht. Allerdings muss man sich dann verständigen auf gleiche Kriterien. Das ist bei europäischen Dateien immer ein gewisses Problem. So, zu Ihrer zweiten Frage. Wie konnten die anreisen? Nun, zunächst sind mehrere hundert zurückgewiesen worden, die als solche bekannt waren. Es hat auch noch mehr Durchsuchungen gegeben. Aber zum Teil gibt es keine Rechtsgrundlage, sie dann an der Einreise in Deutschland zu hindern. Was auch der Fall ist, die sind sozusagen, was auch wichtig ist, die Betroffenen sind ohne ihre Ausrüstung gereist, getrennt, sodass Durchsuchungen ergeben haben, dass Stahlzwillen, entsprechende Mittel, um Polizisten zu schädigen, an der Schutzausstattung oder Ähnlichem nicht mitgeführt wurden, sondern die wurden heimlich, klandestin, in kleinsten Gruppen über die Grenze gebracht. Wir reden hier über eine Vorbereitung von 1,5 bis 2 Jahren aus dem linksextremen Bereich. Mich würde nicht wundern, wenn viele der Materialien, mit denen Polizisten verletzt worden sind, längst vor Einführung der Grenzkontrollen nach Deutschland gekommen sind. So, was das für die Zukunft heißt, müssen wir bewerten. Aber das war sozusagen der Punkt. Ja, wir wussten, dass solche Extremisten und einschlägig Bekannte nach Deutschland kommen wollen. Soweit wir eine Rechtsgrundlage haben und sie gefunden haben, haben wir sie daran gehindert. Soweit das nicht der Fall war, mussten wir sie einreisen lassen. Herr Minister, zwei Fragen. Einmal die Frage, etwas übergreifend, konnte das, was da passiert ist, am Wochenende verhindert werden aus Sicht der Sicherheitsbehörden? Und können Sie schon sagen, der Anteil der Linksextremisten unter den Tätern, die dort waren, ist nach dem, was Sie sagen, offensichtlich überwiegend? Haben Sie einen Überblick darüber, ob da auch Rechtsextremisten dabei waren oder vielleicht Hooligans? Man hatte ja den Eindruck, dass da zum Teil einfach Gewalttäter unterwegs waren und nicht politisch motivierte Täter. Zur ersten Frage. Ich bin erstaunt, wie viele Experten es jetzt gibt, die genau Bescheid wissen, was eine richtige taktische Maßnahme der Polizeiführer in einer bestimmten Situation hätte sein müssen. Da rate ich allen mal zur Zurückhaltung. Die Polizeiführer dort aus Hamburg und aus anderen Ländern sind Profis, sind gut vorbereitet. Sie hatten ein ganz anderes Lagebild als jetzt sozusagen die Besserwisser das alles wissen. Und die Erklärung, warum man erst robuste Kräfte zuführen musste in Schanzenviertel, hat mich jedenfalls überzeugt. Ich will allerdings gerne sagen, dass auch ohne jede Aufforderung von irgendwem nach solchen Polizeieinsätzen, sowohl in Hamburg wie auch in den Gremien der Innenministerkonferenz, solche Einsätze und auch dieser Einsatz gründlichst aufgearbeitet wird. Mit Stärken und Schwächen, mit all dem, was passiert ist, wo Lehren für die Zukunft zu ziehen sind. Und das wird auch hier geschehen. Und wie gesagt, dazu braucht es keine Aufforderung. Das ist etwas, was nach einem jeden solchen Einsatz geschieht und erforderlich ist. Zur zweiten Frage. Es gab nach den mir vorliegenden Informationen am Sonntag, als es nochmal eine Demonstration gab, auch mit sogenannten Autonomen dabei, also mit gewalttätigen Chaoten, gab es auf dem Weg zu der Gewahrsamstelle, da gab es wohl Rechtsextremisten, die dort etwas tun wollten, aber ohne Erfolg. Ob es sonst Rechtsextremisten gab, die sich dort untergemischt haben, darüber habe ich keine Erkenntnisse. Bitte hier. Ja. Von der Kollegin.
Kreuzmann, ARD Fernsehen. Herr Minister, es scheint ja so eine Art von Wellen zu geben, wo man sich bevorzugt auf bestimmte Gruppen von Gefährdern und Extremisten konzentriert, nach den NSU-Morden und der Flüchtlingszuwanderung Rechtsextremisten und Islamisten. Muss man den Linksextremismus durchgängig und konsequent im Auge behalten? Hat man das vielleicht in den vergangenen Jahren auch in den Ländern versäumt? Oder würden Sie sagen, das ist halt der unterschiedlichen Gefährdungslage geschuldet? Würden Sie sagen, dass man genauso gegen Linksextremisten mit Vereinsverboten vorgehen muss, wie im Bereich von Rechtsextremisten? Und was bedeutet das zum Beispiel, was Sie vorhin sagten, für Institutionen wie die Rote Flora in Hamburg? Also die Sicherheitsbehörden, namentlich das Bundesamt für Verfassungsschutz und ich als Innenminister, wir haben dem Linksextremismus immer die gleiche Bedeutung eingeräumt wie dem Rechtsextremismus. Das ist aber sozusagen nicht, das ist nicht überall der Fall, weil es zwischen linksdemokratischen und linksextremistischen Gruppierungen Überlappungen gibt und ein gewisses Empörungsritual, wenn man darauf hinweist, wird sofort, werden Polizei und Sicherheitsbehörden verunglimpft. Und das haben wir ja auch in den letzten Tagen in Hamburg erlebt. Die Zahlen haben wir stets vorgetragen, ich habe sie auch vorgetragen, auch der gewalttätigen Linksextremisten. Dort ist kein Anlass zur Entwarnung. Aber richtig ist an dem, was Sie sagen, dass wir und die meistens ja zuständigen Länder bei dem Heranwachsen von Infrastrukturen, die rechtsextremistische Tendenzen begünstigen, zu Recht sehr früh einschreiten. Das bezieht sich zum Beispiel auf bestimmte Orte, das bezieht sich auf die Veranstaltung von Musikkonzerten, das bezieht sich auf vieles andere mehr. Und genau die gleiche Härte und die gleiche Konsequenz ist auch im linksextremistischen Bereich nötig. Und da muss man, darf man sich nicht täuschen lassen durch eine verbrämte Form, das sei ein sozusagen legitimer Protest. Ich habe ein Interview in einer großen deutschen Zeitung gelesen am Wochenende, da sagt der Interviewpartner, das Vermummungsverbot ist rechtsstaatlich sowieso problematisch, wir lehnen das ab und deswegen ist es legitim, dass man sich vermummt und deswegen ist es illegitim, wenn die Polizei dagegen vorgeht. Also eine Selbstdefinition dessen, was erlaubter Protest ist oder nicht, diese Versuche, diese Rechtfertigungsversuche gibt es vom linken politischen Lager und dem muss man entschlossen entgegentreten. Zur Roten Flora will ich mich jetzt als Bundesinnenminister nicht äußern. Die Debatte wird sicher geführt worden werden und der erste Bürgermeister Scholz sieht das ja auch so. Hier vorne. Bei mir hat sich selber nicht dazu. Dann glaube ich dann direkt. Ja. Herr de Maizière, gab es denn eine Unterschied oder gab es unterschiedliche Lagebewertungen Ihrerseits und in Hamburg selbst? Der Bürgermeister Olaf Scholz hat ja vor dem Gipfel, direkt vor dem Gipfel, nochmal zur Gelassenheit aufgerufen, hat gesagt, er kann die Sicherheit von allen, also Bürgern und Gästen, garantieren. Sie sagen jetzt, die Chaoten, die angereist sind, die haben sich 1 bis 2 Jahre vorbereitet. Das wissen Sie ja wahrscheinlich dann auch nicht erst seit heute. Heißt das, Sie hatten schon länger Erkenntnisse darüber, was da sozusagen vorbereitet wurde und in Hamburg hat man es anders gesehen? Also da verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie man zu so unterschiedlichen Lagebewertungen kommen kann. Nein, es gab eine gemeinsame Lagebewertung. Ich habe sie mit dem Hamburger Innensenator selber ja kurz vor dem G20-Gipfel gemeinsam vorgetragen. Alle Informationen wurden geteilt. Wir haben von etwa 8.000 gewaltbereiten Chaoten gesprochen, die sich dort gegebenenfalls einfinden könnten. All das war gemeinsame Lagebeurteilung. Das Ausmaß der Gewalt, insbesondere gegenüber sozusagen Dritten in Kleingruppen, das allerdings war in dieser Dimension neu.
Diese extreme Form von Gewalt richtete sich bisher meistens gegen die gegen das, was da von diesem chaotischen Lager als Feindbild beschrieben wird. Und das war hier neu und in einer Dimension, wie es sie bisher noch nicht gab. Die Bewertung war also gemeinsam. Allerdings will jetzt nicht jedes Interview bewerten in der Vergangenheit. Aber dass man bei hoher Wachsamkeit trotzdem Selbstbewusstsein ausstrahlt, dass Deutschland und Hamburg Gastgeber für ein solches G20-Gipfel sein kann. Das muss allerdings sein. Und das ist auch richtig so. So, noch eine weitere Frage. Sie? Herr Mark von der Deutschen Welle. Herr Minister, Sie haben über die Krawalltouristen aus dem Ausland gesprochen. Wie ist es denn im Inland? Also sind die Täter, die schon identifiziert wurden, solche Täter, die Sie quasi aus diesen Gewalttäterdateien kennen? Und können Sie vielleicht auch sowas wie eine Rädelsführerschaft teilweise in Hamburg ausmachen? Oder waren das aus Ihrer Sicht alles spontane Gewaltentladungen? Das, zur ersten Frage, das ist zu früh. Ich kann das von mir aus jetzt noch nicht mitteilen. Auch nicht, wie der Anteil der ausländischen im Verhältnis zu den deutschen Tätern war. Und auch nicht, wie der Anteil der Festnahmen ist. Das wird in den nächsten Tagen sicher von den zuständigen Ermittlungsbehörden mitgeteilt. Zur zweiten Frage. Es spricht alles dafür, dass vieles von dem, was dort organisiert worden ist, jenseits der Demonstrationen, die sozusagen in lauterer Absicht durchgeführt wurden, dass alles, was jenseits davon stattgefunden hat, organisiert, vorbereitet und orchestriert war. Sehen Sie, wenn Menschen, die im vermummten Block mitlaufen, mit Kopfhörern im Ohr rumlaufen, mit Funkgeräten und entsprechenden Handys ausgestattet und über jede Aktivität der Polizei sofort Mitteilung machen, dann spricht vieles dafür, dass es irgendjemand gibt, der diese Mitteilung entgegennimmt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das organisiert war und wohl organisiert war. Dass da dann möglicherweise einiges aus dem Ruder geraten ist, das mag sein. Das ist aber keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für all diejenigen, die so etwas organisieren. Wenn man schon teilnimmt an einer Demonstration, die heißt Welcome to Hell, übersetzt Welcome, willkommen zur Hölle, dann ist das bereits das Eingeständnis, dass man auf friedliche Demonstrationen zu verzichten bereit ist. Und ich habe darauf hingewiesen, wenn die Polizei ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt und Vermummte von anderen Demonstranten trennt und die dann die Polizei hindern, ihre Arbeit zu machen, daraufhin die Polizei beworfen wird und daraufhin die Polizei beschimpft wird, und zwar nicht von einzelnen Demonstranten, sondern von einem Rädelsführer mit einem Megafon, dann spricht das für eine klammheimliche oder offene Kooperation dieser Demonstranten mit dem vermummten Block. Und das geht nicht. Und deswegen sind natürlich insbesondere solche Organisatoren, von denen einige sich dann hinterher als Unschuldslämmer darstellen, denke ich, besonderer Kritik ausgesetzt. Und das muss man auch so laut sagen. So, vielen Dank nochmal für Ihr Kommen.